Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TuFarming. Schön, dass wir eingeschaltet haben. Ja, wir rücken hier gerade ab vom Händler, von dem Herrn Adler. So, da war die kleine Besprechung gewesen wegen der Pelletfabrik. Ja, das ist ja reichlich zäh vonstatten gegangen. Also da gab es jetzt kein so richtiges Vorankommen, meiner Meinung nach. Im Endeffekt wissen wir jetzt nur, dass es zwei Stimmen für den Landhandel oder beziehungsweise für den Johannes gab, logischerweise. Der hatte ja das Konzept abgegeben. Und ja, es gab zwei Stimmen für den Johannes, zwei Stimmen für die Schwappel OHG und ja, gut. Aber Johannes, was meinst du jetzt? Wollen wir es gut sein? Also, willst du es gut sein lassen oder? Ja, auf jeden Fall, habe ich auch schon gesagt. Ja, also, für mich. Also, trotz der zwei Stimmen einfach die Sonje-Konzept durchziehen und gut ist. Ja. Okay. Ja, soll der Stadtrat sich da vielleicht auch mal ein bisschen besser kommunizieren, ne? Ja, das, ich hoffe, das hat das mal aufgezeigt, dass da die Kommunikation völlig nicht so gut läuft. Nee, das ist wohl wahr. Ist ja wie mit unserem Feld gewesen. Ja, also das ist tatsächlich so. Das war auch eine Lachnummer. Gut, nichtsdestotrotz haben wir alle mitgenommen. Helmut auch dabei, ja. Natürlich. Gut, ansonsten. Waschen. Wieso denn das? Ja, weil du irgendwie mit dem Foul, geh mal weg. Ansonsten, Johannes, was, sag mal, was wollte denn der Fritze von dir? Ich muss ganz ehrlich sein, Johannes, ich bin's jetzt einfach auch mal, ich habe ein bisschen gelauscht an der Ecke, aber nicht lange, ich habe nur ein paar Sachen mitgekriegt. Okay, der Fritze hat mir den Hof angeboten, ohne dass ich dafür in der Genossenschaft sein muss, also komplett frei wäre. Ah, okay. Gibt ja er gar meinte auch, er hat den Kredit abbezahlt. Oha, ich sehe, hier sind immer mehr Unstimmigkeiten unterwegs. Also die Stadt sagt, er hat noch nicht einen Euro bezahlt. Der Fritze sagt, er hätte den Kredit komplett abbezahlt. Ja, das wird ja immer lustiger. Eieieiei. Wie bitte? Das ist reinste Pulverfass hier mittlerweile. Naja, es wird Zeit, dass die Felder reif werden, dass alle wieder ernten können, glaube ich. Ja. Sonst wird hier noch mehr Blödsinn ausgeheckt. Ja gut, dann müssen wir halt schauen, ne? Also ich würde mich jetzt mal mit dem Herrn Berger abstimmen, wie da der Stand der Dinge ist bei der Stadt. Ja. Weil die waren ja Kreditgeber. Ja. Und wenn das so ist, dass ich den frei kriegen kann, dann ist ja eigentlich alles gut. Was ich aber nicht verstehe ist, was macht das für einen Sinn? Ja, Ari, Johannes, jetzt mal ohne Mist. Also was macht das für einen Sinn, dass einer kommt, mit dem du im Endeffekt nichts zu tun hast und sagt, ich schenke dir jetzt den Hof? Ja, schenken nicht. Also ich müsste das hier abbezahlen. Ach so, du müsstest das abbezahlen. Er hat gesagt, er schafft es nicht. Okay. Mit der BGA und seinem Hof etc. Er würde es halt nicht schaffen. Ja. Genau. Das wäre ihm zu viel. Los. Ja, bin schon mittendrin, stand da dabei. Entschuldigung. Oh. So. Ja. Und das wäre halt der Grund dafür. Okay. Das ist natürlich blöd. Das wäre der Grund dafür, aber dann, das verstehe ich ja noch viel weniger. Dann gibt er ja das eigentlich frei. Guten Tag. Oh, was gibt's, Herr Adler? Guten Tag, Herr Adler. Oh, Sie gleich durch. Ja. Hä? Ich bräuchte wieder Kalk. Bräuchten Sie vielleicht mal eine größere Menge Kalk? Nein, ich bin gleich fertig. Okay. Würde doch passen. Helmut, kannst du mal schnell? Natürlich. Oder Harry oder wer auch immer. Johannes, dann gibt er ja, eigentlich heißt das nichts anderes, wie dass er den Hof komplett freigibt. Ja. Ne, dann ist doch ganz einfach. Dann sagst du, wie viel er für den Hof will. Wie stellen dir das Geld zur Verfügung? Dann kannst du den Hof übernehmen. Und wir können so wie geplant zusammenarbeiten. Das wäre jetzt der Plan, ja. Beziehungsweise, ich wollte halt noch kurz mit dem Herrn Berger sprechen, ob das überhaupt mit dem so ist. Kredit alles so passt. Ja, ja. Also pass auf, dann machen wir so, dann tun wir gar nicht erst groß weiter da drum rum. Tun wir gar nicht erst da weiter, sag ich mal, Salz in die Suppe streuen, sondern dann, ja, sagst du halt, ja, okay, und wenn das so passt. Obwohl ich das komisch finde, dass der Herr Berger sagt, er hat noch nicht einen Euro bezahlt und der Fritze sagt, das wäre abbezahlt, aber gut, das ist, obliegt ja nicht uns, müssen die sich drüber streiten. Aber wenn das wirklich so sein sollte, dann gut, dann fragst du den Fritze, was er haben will für den Hof. Wenn du vertraglich an überhaupt nichts gebunden bist, na ey, dann lösen wir den aus und fertig.
Ja. Ist ja überhaupt kein Thema. Easy gut. Going. Okay, gut. Na. Ich kümmere mich mal drum. Na, no, alles klar, Johannes, dann quatschen wir mit dem Berger. So. Wie viel gibt es für Sie? Ey, gut, wie viel hast du drin? Dasselbe wie das letzte Mal. 12.800 hat er geladen, er hat nur 1.200 mitgebracht. Ja, 21.30 Uhr müssen wir nochmal an die... Ach ja, Adler, Sie sind ja auch geladen, sehe ich gerade. 2.200, Herr Adler, bitte. 2.200. Sie sind auch geladen, Herr Adler. 21.30 Uhr. Ja, wenn Sie meinen, dass Sie bei einer Polizeiladung keine Zeit haben, ist das ja nicht mein Problem. Müssen Sie ja nicht hin. Herr Adler, da fehlen noch 1.000. 2.200? 3.200 hatte ich gesagt. 3.200, ja. Genau dasselbe wie das letzte Mal. Gut, also ihr habt gesehen, ich muss 21.30 Uhr da nochmal hin. Da wird es wahrscheinlich um die Sache gehen. Passt das so? Ja, so passt. Gut, danke. Danke, schönen Tag noch. Ja, genau. Machen Sie es gut. So, alter Vater, ey. Guti, dann würde ich sagen, was haben wir jetzt aktuell zu tun? Können wir vielleicht noch ein, zwei Produktionen kontrollieren? Das können wir machen, Chef. Ich hätte auch noch was Informelles für dich, weil der Stecher war bei uns. Da wollte er nämlich ein Angebot haben. Der wollte ein Angebot haben? Ja. Macht das denn noch Sinn, dem Angebot zu erstellen? Der hat noch nie was gekauft. Ja, Sinn macht's nicht, aber vielleicht kauft er ja doch mal was bei uns. Es war nämlich ziemlich viel, was er so, wo er sich Angebote hat einholen lassen. Ja, erzähl mal. Und zwar, da geht's nämlich um Miststreuer beim Herrn Stecher. Miststreuer, ja. Ja, um dem zum einen um den Samsung SP14. Warte mal, Miststreuer, ja. SP14 ist der kleine, ja. Ja, ist der kleine, genau. Der wird mit allem drum und dran, unseren Prozenten, den Prozenten für die Stadt, bei 56.287 liegen. Hm. Dann der SP17, der würde mit allem drum und dran bei 69.972 liegen. Ja. Mit wie viel Prozent redest du für uns? Also beim Kleinen, weil da ja nicht so viel ist, habe ich 10% genommen. Beim 17er habe ich 12% gemacht. Weil der da wieder ein bisschen mehr nach oben ist. Und der, umso größer der Kuchen wird, umso mehr Stückchen möchte ich für uns haben. Naja, eigentlich ist es umgedrehtes Prinzip. Eigentlich haben wir den Spielraum, umso größer, umso höher der Preis ist, umso weniger Prozent können wir machen. Weil umso größer, umso mehr Spielraum haben wir ja. Ja, aber, was wollen wir denn? Wie, also ich sag mal bei 52.500 Grundpreis, ne? Einkaufspreis. Ja, ich sag mal, bis 100.000 können wir eigentlich auf 10% bleiben, ist doch okay. Naja, gut. Also das ja gut, jetzt haben wir das erste Mal. Ja, aber du darfst halt nicht vergessen, wenn wir dem was verkaufen wollen, dann müssen wir halt irgendwann auch mal... Das ist ja richtig, aber guck mal, so haben wir dann, wisst ihr, können wir für die Zukunft können wir dann ein bisschen anfüttern, wisst ihr, können wir dann sagen, ja natürlich, beim nächsten Mal bekommen sie dann natürlich mal 5% Nachlass, überhaupt kein Problem, wisst ihr? Beim nächsten Mal, das wäre ja Grundvoraussetzung, dass er überhaupt einmal kauft. Naja, wenn er dann mal kauft. Ja, genau. Naja, das war ja noch nicht alles, geht ja noch weiter. Ja. Da hat er noch den Samsung 23. Hm. Den haben wir insgesamt für 113.288 mit allem drum und dran. Wie viel Prozent? Sagen Sie nicht 12. Noch mehr wie 12. 12. Okay. Bleibt da meiner Linie treu. Naja, okay. Und dann haben wir noch als letztes den Streublitz PS2201 HKL. Den Streublitz? Ja, verstehe. Ja, ist der günstigste. Warte mal kurz. Ja, hallo? Herr Bayer? Hallo Herr Manus, Bayer hier. Ja? Ich bräuchte ein Angebot von Ihnen. Oh, okay. Herr Bayer braucht ein Angebot, das ist ja interessant, ja? Ja, es ist für die Stadt. Ja? Wir bräuchten, wenn Sie mal Ihren Katalog aufmachen, in dem ersten Raster. Ja? Hier diese 7er BMWs drin, ne? Ja? Wir bräuchten 3 Stück. 3 7er? Genau, aber die V12-Ausführung bitte. 3x die V12? Ja. Die 6,6 Liter. Genau. Und die Farben bitte... Rundum leuchten? Nee, ohne. Aber die Farben bitte so unterschiedlich machen, dass man das auch erkennt. Also nicht so grau-schwarz, sondern wirklich unterschiedliche also Farben. Also wirklich Preise richtig knallige, unterschiedliche Farben. Genau. Und Preis spielt keine Rolle. Was die kosten? Genau. Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst, Herr Bayer?
Nee, wieso? Ja, Preis spielt keine Rolle, ist ja ungewöhnlich. Ja, wir brauchen noch ein paar Fahrzeuge in der Stadt, weil wir haben zu wenige. Die Audis, die stehen ja bei uns am Hof rum. Die werden nicht mehr so viel genutzt, deswegen wird man die jetzt demnächst mal in Service geben oder so, aber in der Zeit, weil jetzt nicht mehr so sicher sind, brauchen wir drei neue BMWs. Okay, alles klar. Ja. Wenn sie mich dann einfach anrufen würden. Ich sage Ihnen Bescheid. Gut, perfekt. Danke. Sie wissen Bescheid, ne? 21.30 Uhr? Ja, ich wollte jetzt gerade los. Alles klar, perfekt. Gut, ciao. Tschüss. Harry, kannst du mal noch drei BMWs machen? Ja. 3,7er BMWs mit Rundumleuchte, 6,6 Liter V12, hat einen Grundpreis von 74.370. Allerdings, was komisch ist, die brauchen die in wirklich klar unterscheidbaren Farben. Also die müssen klar voneinander unterscheidbar sein. Jetzt kein Schwarz und Grau und sowas halt. Ne? Also. Okay. Und macht 10% bei 3 Stück und alles wird gut. 10% und die Steuer drauf halt. Alles klar. Gut, die Stadt ja, gut, ja, wenn der Preis keine Rolle spielt. Johannes, hast du mal jemand erreicht? Ja, ich habe mit dem Herrn Berger gesprochen. Und was sagt denn der jetzt? Jetzt bin alles ich ja mal gespannt. Ganz schön komisch. Oh, nee, oder? Der sagt jetzt nicht, der hat noch nichts bezahlt. 100.000 Euro von 1,4 Millionen. Das ist aber nur ein Viertel. Ja. 1,4 Millionen, leck mich am Arsch, Alter. Boah. Das ist aber eine Hausnummer. 100.000 von 1,4 Millionen. Naja, gut. Okay, alles klar. Dann sind wir mal gespannt, wie das wird, Johannes. Der Herr Berger hat uns das ja zugesagt. Ganz ehrlich, müssen Fritzl und Berger klären. Genau, das machen sie jetzt auch und das hat er auch gesagt. Ja, 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 ja. Das denke ich auch. Ich muss leider los, ich habe Polizeiaussage. Harry, wegen dem Angebot, wie gesagt, mach für den Stecher was fertig, ne? Alles klar, gut. Wenn er dann mal über der aufkreuzte Zeile schon das mit. Wolltet ihr alle Sachen oder wolltet ihr von jedes Einzelne nur? Der wollte für jedes einzelne Angebot und du kennst ja, den also er braucht nur eins. Aufgeschlüsselt. Naja, das ist ja wärmlich. Da ist das so Pfennigfuchser. Technische und Zeichnung dazu. Der eh nicht. Naja. Alte Knochen. Na gut, alles klar. Ich muss erst mal schnell, ne? Ja, fahr nicht so schnell, ne? Nein, im Leben nicht. Tschüss, bis gleich, Jungs. Macht dann Feierabend. Ah, Leute. So, gut, alles klar. Auf geht's, ab geht's. Wo sollen wir hin? Polizei Schwarzing. Okay. Polizei Schwarzing. Naja, da sind wir mal gespannt. Da wird es wohl jetzt um die Sache noch gehen wegen dem Unfall. Das wird eine interessante Sache werden auf jeden Fall. So, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Oh, ich bin schon wieder zu spät. Ja, die Uhr, die läuft hier rasant, muss ich ehrlich sagen. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ich bin ja froh, dass die Stadt noch nicht hier Blitzer aufgestellt hat. Das wäre es ja. Stellt euch mal vor, hier würden noch Blitzer stehen. Oh nee, das wäre eine Katastrophe. So, dann einmal hier rumfiedelbumm. Okay. Perfekt. So, dann müssen wir dann hier wirklich immer langsam hier rumtüdeln und dümpeln. Und naja, das wäre natürlich nicht so schön. So können wir wenigstens, gerade wenn jetzt, wenn es dunkel ist. Ah, da vorne die neuen Feuerwehrfahrzeuge. Sehr, sehr schön. Die gefallen mir wirklich gut. Die gefallen mir wirklich gut. Sehr schön. Okidoki. Das Polizei. Da vorne. Sehr gut. Perfekt. Das ist auch wieder interessant mit dem Hof. Der eine sagt, hat er erst 100.000 bezahlt. Der andere sagt, hat er noch keine 100.000 bezahlt. Oder er hat das schon ganz bezahlt. Eieieiei, das ist wirklich Katastrophe. Absolute Katastrophe. Naja, schauen wir einfach mal, was rauskommt. Interessant wird's werden. Hallo, Herr Bayer. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Na, jetzt sind ja fast alle da. Ich habe jetzt dieses Treffen einberufen, weil. Ich möchte jetzt einfach nochmal an alle Beteiligten appellieren. Wir haben einen Unfall mit dem Fahrzeug, ja. Leidtragende ist in dem Fall jetzt die Stadt, die überhaupt nichts dafür kann, ja. Wir hatten das Auto bei einer Wartung, bei einer Reparatur. Das Fahrzeug hat eine erhebliche Wertminderung bekommen, die Reparaturkosten stehen noch im Raum.
Entschuldigung, es sind noch nicht alle anwesend, glaube ich. Ja, der Herr Adler fehlt noch. Finde ich, ist eine, ja. Ich finde, es ist eine Unverschämtheit, ja, dass der Herr Adler noch nicht da ist. Und soll ich Ihnen was sagen? Der Herr Adler war gerade bei uns am Landhandel, hat Kalk gekauft und ich habe gesagt, ach ja, Adler, du musst ja auch 21.30 Uhr hin. Da hat er gesagt, nee, hat er keine Zeit dafür. Nur mal zur Info. Das ist jetzt nicht an Hahn herbeigezogen, das ist mir gegenüber geäußert worden, wollte ich nur sagen. Und da habe okay. ich nur gesagt, ja gut, ich kann es nicht ändern. Du musst ja wissen, ob du hingehst, wenn die Polizei dich vorlädt, ne? Ja. Aber es ist also, ja, das ist schon frech. Um das Ganze jetzt mal hier in die Bahnen zu bringen. Herr Freezy, Herr Blum, wir haben Fotos. Woher? Die Photoshop. Zeigen, dass Sie am Unfallort waren, auch dass der Blum gefahren ist. Die würden wir vorher ganz gerne erst einmal sehen. Erstmal sehen und mit Photoshop kann ich auch alles machen, kann jedes Kind. Aber jetzt sagen. Wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir wissen doch alle, dass der Fritzl, wir haben uns noch unterhalten, wir haben noch rumgewitzelt, dass wir ein Viertelmeilerennen mit den BMWs machen wollen, weil ich gerade den BMW von der Stadt Dings gemacht habe, quasi eine Testfahrt gemacht habe, weil wir da an der Erkse was gewechselt haben. Und wir standen doch, dass der Ole da das Fahrzeug ramponiert hat mit dem, mit dem Ladewagen. Also ich glaube nicht, dass mein Chef sich auf so weit einlässt. Also der, nee. Auf ein Viertelmeilerennen. Aber dann glaubst du wirklich, okay, also die Stumpfs, also das Fahrzeug kaputt ist und dass wir uns das ausgedacht haben sollen, ist natürlich sehr weit herbeigeholt, ne? Kommt ja doch an, kann ja auch was anderes passieren, dann uns wollen sie in die Schuhe schieben. Naja klar, auf jeden Fall. Es macht ja Sinn. Deswegen sage ich ja auch, der und der waren dabei, damit drei Aussagen gegen eine sind. Wenn ich das irgendjemand in die Schuhe schieben will, das ergibt ja übelst Sinn. Ich habe Ihnen die Bilder in Ihr S-Mail-Postfach gesendet. Beiden Herren. Ja, Photoshop, wie gesagt. Das ist ja eine charakterliche Schwäche, Herr Fritzl, ja? Und Herr Blum. Von Ihnen, finde ich. Was ist denn das da für ein Gesicht da unten links mit der Weihnachtsmütze auf? Ja, gut, gell? Ja, sehen Sie mein entsetztes Gesicht? Ach, das bist du! Ja, ich stehe da vor dir, siehst du doch. Also ich sehe da keinen Unfall, ich sehe auch keine Kollision. Tag, die Herren. Tag, 25 Minuten zu spät, das ist stark. Ja, ich dachte, ich passe mich Ihnen an. Nee. Die sehen auf den Fotos ja relativ eindeutig, wie die Federung des BMWs einknickt, wie der BMW hinten hochholt. Ja, hier geht es jetzt einfach nur darum, wenn Sie Differenzen haben, ja? Ist das alles gut gemacht mit Fotos? Herr Blum, lassen Sie mich jetzt mal bitte aussprechen. Wenn Sie Differenzen haben, ist das alles schön und gut, ja? Aber Fakt ist, wir haben hier ein Stadtfahrzeug. Dieses Stadtfahrzeug ist beschädigt worden. Dieses Stadtfahrzeug muss bezahlt werden. Ja, da würde ich den Fahrer mal an. Aber Herr Bayer, wissen Sie ja was? Herr Bayer, nehmen wir jetzt mal an, diese Fotos sind echt und nicht gefotoshoppt. Ich meine, da sitzt ein Typ mit einer Weihnachtsmütze drin. Ich meine, das kriegt meine Tochter besser hin. Jetzt muss ich mal ganz ernsthaft fragen, was hat dieser Wagen, wenn das so gewesen ist, auf dem Feld zu suchen, wo gerade Feldarbeiten sind? Und zweitens würde mich interessieren, warum er mit Ihrem Wagen auf diesem Feld dann drauf fährt. Wenn das gerade frisch repariert ist. Herr Bayer, soll ich Ihnen was sagen? Was haben Sie zu mir gesagt, Herr Manus? Herr Bayer, soll ich Ihnen was sagen? Ich weiß, Sie gerade sagen, dass es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Wissen Sie, was das Problem ist? Dass ich überhaupt nicht weiß, wo die Unstimmigkeit liegen soll. Weil bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts war. Es war alles in Ordnung. Es war ein ganz normales Verhältnis. Also wir haben mit dem Fritzlhof da überhaupt nicht irgendeine Unstimmigkeit gehabt oder sonst was. Im Gegenteil, ich habe ja noch angehalten und wollte mich ja noch unterhalten. Und das haben wir ja auch getan und alles. Und bin ja auch dort weggefahren. Da hieß ja, oh ja, und ach scheiße. Er hat ja Ole noch zusammengeschissen vor Ort. So, mein Chef scheißt. Der Adler, kann ich Ihnen gleich sagen, der hat gar nichts gesehen. Weil der stand nämlich 200 Meter weiter oben mit seinem Moment. Hallo? Herr Faul? Was war das jetzt? Herr Faul? Ist der irgendwo runtergefallen? Oder? Ey, der ist vielleicht irgendwo, ist der irgendwo runtergefallen? Oh Gott. Meine Herren, Sie sind eh bei der Feuerwehr, oder? Ja. Könnten Sie bitte ganz kurz einen HLF besetzen und den Rettungswagen? Der Herr Faul ist gut, offensichtlich vom Dach gefallen, der ist ohnmächtig. Ach, der ging über den Jordan. Das halte ich im Kopf nicht aus. Das halte ich im Kopf nicht aus. Ja, Miguel, hol du mal den Wagen. Das kann nicht wahr sein. Bitte ein HLF und ein RTW. Ja, da muss man vielleicht auch jemand hier mit reinspringen vor den Splitzen. Komm hier, rein jetzt.
Habe ich gerade richtig gesehen, ist da der Erfahrung. Ey, das kann nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Wow. Alter Vater, ey. Fritze? Ja? Ja, was war denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn die ganze Zeit da oben rumwuscheln sehen, aber ich dachte mir, gut, der hängt da irgendwann auf oder so. Und auf einmal sehe ich wieder, pupp, runterfällt. Alter, ist der blöd? Was macht denn der auf dem Dach? Keine Ahnung. Ja, das ist ein Witz jetzt, oder? Das ist aber echt ein Witz. Ey, mal ganz ehrlich. Okay, folgendes. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein kurzes Pauschen und schnappen uns mal die Einsatzfahrzeuge und, und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lass das Däumchen da, keine Ahnung, was den RMV da jetzt geritten hat in der Nacht auf dem Dach rum zu. Sehr strange. Bis dahin, lasst das Däumchen da. Tschüss. Tschüss.